Ja, grüßt euch. Heute macht man eine schöne Planstruktur. Warum macht man Planstruktur? Das heißt, wir definieren in unserem Vorlaufprojekt die Planstruktur schon vor, dass jeder die Pläne am richtigen Ort abspeichert. Stellt euch mal vor, ihr habt einen Server und jeder könnte seinen Plan irgendwo abspeichern vom Projekt. Zum Beispiel, ich habe jetzt einen Schaltplan, Wände, Erdgeschoss und speichert ihn irgendwo ab. Ihr könnt euch vorstellen, wenn das jeder macht, dass es einfach irgendwo abspeichert, dass das ein komplettes Chaos ergibt. So wie in jedem Projekt muss Struktur herrschen, eine ganz klare Definition und nach der soll man sich halten, so gut es geht. Also wenn es mal Ausnahmen gibt, dass man abweicht, gibt es überall, aber man soll immer den roten Leitfaden erkennen und die rote Linie eigentlich so gut wie es geht immer beachten und nicht ausweichen. Genau deswegen machen wir jetzt ein Planlayout, Planstruktur und dann gehen wir hier auch gleich ins Planlayout rein. Haben wir einen leeren Plan, macht man einen Doppelklick und dann kommen wir hier in unsere leere Planstruktur. Sieht man hier, dass wir hier eigentlich nur alle Pläne anzeigen. Wenn man hier einen Rechtsklick drauf macht, können wir nur sagen, wir wollen nicht nur die belegten Pläne anzeigen, sondern alle Pläne. Wäre ein bisschen doof, weil warum soll ich das machen? Ich klappe das Ganze hier zu und mache hier eine Struktur rein. Strukturstufe einfügen. Ich nenne das Ganze jetzt einfach mal Gebäude 1. Könnte auch sein, dass bei euch eine Liegenschaft 1 mehr Sinn machen würde, wenn ihr da irgendwie, so, sage ich jetzt mal, nach Baugrenzen oder sowas arbeitet. Aber ich mache jetzt gar nicht mehr Gebäude rein. Warum nicht? Wird mir nichts bringen. Ich habe jetzt per Drag and Drop nur auf Planstruktur, dass das unterhalb von alle Pläne kommt. Warum bringt es mir nichts? Weil ich am Schluss einfach das Gebäude 1 kopiere und dann habe ich Gebäude 1, 2, 3, 4, 5, so ungefähr. Jetzt füge ich wieder Struktur ein und das Ganze nenne ich jetzt, also ich mache es jetzt entweder geschossweise oder bauteilbedingt. Oder was auch geht, Leistungsphase. Also ihr könnt zum Beispiel auch davor noch eine Planstruktur einfügen mit Leistungsphase 4, Leistungsphase 5. Vielleicht fügen wir auch hier, machen wir mal das gleich, Strukturstufe, sagen wir mal, Leistungsphase 3 und 4. Regionplanung. Was mal so. Mal wieder per Drag and Drop da oben rein und dann landet es da unten. Dann machen wir das Gebäude trotzdem weiter unten. Bei der Positionsplanung, da brauchen wir wahrscheinlich nicht ganz so viel. Das heißt, hier können wir entweder das Geschossweise machen oder ich lege einfach alle Pläne rein. Wie viele Positionspläne hat man so in der Regel? Ja, ich darf jetzt mal sagen 1 bis 10. Kommt drauf an, wie viele Schnitte man noch macht und so weiter und so fort und wie groß das Projekt natürlich ist. Aber deswegen reicht mir jetzt hier einfach diese Planstruktur. Aber hier möchte ich im Gebäude, möchte ich alles trennen. Mache ich es bauteilbedingt? Nein, ich mache es geschossweise. Das heißt, ich schreibe jetzt hier rein zum Beispiel Untergeschoss. Ich schreibe eigentlich alles so gut wie möglich immer aus, damit es keine Komplikationen gibt, weil alles, was man nicht ausschreibt oder voraussetzt, dass der andere die Abkürzung weiß, das ging ja meistens schief. So, im Untergeschoss, was haben wir da alles? Da haben wir erstmal die Fundamentplanung. Das heißt, hier können wir Streifenfundamente und Einzelfundamente reinziehen. Ja, und auch die Bodenplatte, sollen wir die extra machen? Ja, machen wir die Bodenplatte extra. Warum mache ich jetzt in meinem Fall die Bodenplatte extra? Das hat den Grund, da ich der Meinung bin, dass die Bodenplatte meistens in mehrere Bauabschnitte aufgeteilt werden könnte und deswegen mehrere Pläne benötigt. Ja, jetzt machen wir nochmal eine Strukturstufe. Da schreiben wir jetzt Schaltpläne. Struktur einfügen. Ach komm. Bewährungspläne. Jetzt merken wir uns gleich, wir müssen eigentlich immer das untere zuerst schreiben, aber das Schaltpläne oben ist und Bewährungspläne unten, weil von der Reihenfolge ist ja so. Und dasselbe Spielchen, das könnten wir jetzt, wir können das gar nicht kopieren. Ah, einzeln kann ich es kopieren, dann kopieren wir das hier, einfügen unter, kopieren. Einfügen unter, ja, ich habe es selber gemerkt. Doch, passt sogar. Gut, jetzt haben wir schon mal im Untergeschoss alles super gemacht. Wir kopieren das Untergeschoss
Wieder einfügen unter und haben jetzt das Erdgeschoss. Im Erdgeschoss haben wir natürlich die Grundrissplanung. Was heißt es? In der Grundrissplanung teile ich auf zwischen Wände. Machen wir mal Wände und Stützen, weil es ist trotzdem irgendwie was Eigenes. Und dann könnte es nur sein, dass ihr Struktur braucht für Unterzüge. Und vielleicht haben wir noch Treppenfertigteilpläne, sowas in der Art. Würde ich aber die Sonderbauteile würde ich extra aufzählen. Schaltpläne, Bewährungspläne, ziehen wir in die Unterzüge rein, kopieren wieder das, einfügen unter, nein, kopieren, einfügen unter, Bewährungsplan, kopieren, einfügen unter. Juppie, super, dann haben wir das erstmal. Da schaue ich eigentlich immer in die andere Richtung. Ja klar, wenn ich so schaue, so ist es richtig. Gut, dann machen wir das so. Gut, dann schaue ich wenigstens in die richtige Richtung, wo ich das Ganze mache. Sonst ist es so verwirrend, finde ich. Ja, okay. Wände, Stützen, Schaltplan, Bewährungsplan. Grundrissplanung. Und das ist dann halt Decke. Da schreibe ich jetzt nicht mehr Decke EG, weil ich habe hier dieses Erdgeschoss und dann kann ich das jetzt einfach kopieren. Einfügen unter. Einfügen unter. So. Erstes Obergeschoss. Shift. Position 1. Steuerung C. Steuerung V. Machen wir nochmal eine Struktur rein. Ah, was haben wir denn gemacht? Sonderbauteile. Das heißt, jetzt könnte ich hier zum Beispiel eine Struktur einfügen von FT Treppen. Fertigteil Stützen und so weiter. FD, ja, gibt es Unterzüge, Filigrandecken, je nachdem, was man hat. Machen wir mal Sonder, machen wir XXX. Das heißt, die muss man dann selber ausfüllen. FD XXX. So, gut. Jetzt kopieren wir das Gebäude. Einfügen unter. Das kopieren wir also nochmal. Dann reichen uns drei. Machen wir vier Gebäude. Drei Gebäude auf ein Projekt. Das reicht. Wir machen drei Gebäude auf ein Projekt. Wir machen lieber noch eine Struktur einfügen. Wir kopieren das Ganze nochmal als Tiefgarage. Einfügen unter. Natürlich könnten wir jetzt auch zwei Untergeschosse machen, wenn man das öfters mal hat. Tiefgarage. Sonderbauteile. Der Tiefgarage. Hat man eigentlich nicht, ne? Löschen wir raus. Untergeschoss, das haben wir. Fundamentplanung, Bodenplatte, yep. Dann haben wir ein Erdgeschoss mit der Decke und den Rest können wir eigentlich löschen. Ja. Jetzt haben wir unsere Struktur. Und jetzt könntet ihr theoretisch noch Pläne zuordnen, dass der sagt, ja, ein Gebäude 1,100er oder sowas, Pläne. Bin jetzt nicht so der Fan, könnt ihr aber gerne machen, das war's schon wieder von mir. Jetzt haben wir eine coole Planstruktur, wir schauen uns das nochmal an. Sehr gut abgeleitet. Und jetzt können wir auch mit dem Projekt starten. Wie gesagt, das ist jetzt das Vorlaufprojekt und somit haben wir wieder ein Step in Richtung strukturiertes Planen weitergemacht. Ich werde jetzt mal mein Videobild verschieben und sage einfach mal, und hier ist irgendwo Kanal abonnieren, wenn Sie ja immer auf dem neuesten Stand von der Allplan BIM-Planung haben möchtet, das ist jetzt der korrekte Satz, egal, dann abonniert doch bitte den Kanal und liked bitte dieses Video, wenn es euch geholfen hat. Da drüben sind super Videos. Einfach mal reinschauen, die helfen euch garantiert weiter. Ansonsten geht auf meine Homepage www.subgrad.de, also www.subgrade
und statt des .de macht es einen Punkt davor oder ihr macht es www.supports.de und dann schaut es mal auf meiner Homepage vorbei. Da findet ihr bestimmt irgendwas, das wo euch weiterhilft in Alban. Vor allem meine Supports, die Einbauteilgeneratoren für Alban, die bringen euch bestimmt das nächste BIM-Level für die Einbauteilplanung. Ansonsten, ja gut, dann war es das. Zählen wir nochmal 5 runter und dann liked ihr alle den Kanal. Okay? 5, 4, 3, 2. Ich habe mir von 5 gesagt. Also 5, 4, 3, 2, 1.